Hallo und herzlich willkommen zum Super Racer. Wir sind wieder live dabei. Die vierte Runde, dieses Mal von der wunderschönen Ardennen-Achterbahn hier Spa-Francorchamps. Mein Name ist Robert Wiesemüller und heute neben mir am Mikrofon, wie gewohnt, Sebastian Gerhardt. Ja, einen wunderschönen guten Abend, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen beim Super Racer. Freut mich wieder mit dabei zu sein. Und wir hoffen natürlich heute vor allem ohne technische Probleme, dieser vierte Lauf. Und wir sind jetzt in der Abwechslung wieder zurück mit dem Porsche Cayman GT4 Club Sport. Letzter Lauf, wir erinnern uns, auf dem KTM Crossbow. Der erste Lauf sozusagen, der mit dem Cayman stattgefunden hat, da waren wir ja leider dann technisch ein bisschen außen vor. Da ist dann einfach die komplette Verbindung zusammengebrochen. Wenn der Provider nicht mitspielt, dann sind einem leider die Hände gebunden. Heute, denke ich, wird das aber alles problemlos laufen und wir werden hoffentlich ein spannendes Rennen sehen. Im Gegensatz zu den zwei Sprintrennen mit dem KTM Crossbow, heute wieder 60 Minuten plus Pflichtboxenstopp. Aber ich glaube, Robert, richtig interessant wird es dann auch schon gleich mal im Qualifying, denn 15 Minuten hier in Spa-Francorchamps, das ist nicht gerade allzu viel. Ja, das ist richtig, weil die Rundenzeiten hier, die gehen in den Bereich von 2 Minuten 30. Da muss man natürlich gucken, dass man eine saubere Runde hinbekommt und vor allem keinen Verkehr auf der Runde hat. Also schnell läuft man dann auf dem Vordermann unter Umständen nicht auf, denn die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs hält sich ja in Grenzen. Ich würde sagen, bevor wir weiter auf die Streckensituation eingehen, vielleicht mal ein kurzer Blick auf die Fahrer, die heute da sind. Kleine Veränderungen, viele übliche Verdächtige, kann man sagen. Wir haben heute einen Fahrer, die mit der C-Lizenz dabei sind, die jetzt noch mit da reinkommen möchten. Das ist nämlich Sören Jäger, erstmalig jetzt hier in der Gruppe der Top-Fahrer mit dabei. Adam Zombori sehen wir auch zum ersten Mal hier in der Gruppe. Simone Puglisi, Thomas Dembowski, Fahrer, die in den letzten Läufen auch noch nicht aufgetreten sind. Und ich glaube, mit Vincent Roy haben wir den letzten dabei. Nein, Christoph Joni ist natürlich auch noch, der Österreicher, der hier auch noch mit den Sprungen dazu geschafft hat. Den kenne ich übrigens schon aus der einen oder anderen Serie. Da bin ich gespannt, wie der sich heute hier schlagen wird. Der Mann mit der Nummer 5. Ja, und du hast es schon erwähnt, Sören Jäger mit dabei, hier mit der orangenen Nummer. Einer der Fahrer mit der C-Lizenz. Und da kommen wir mal kurz zu der Meisterschaftstabelle und zu der Wertung überhaupt bei der Meisterschaft. Wer zum ersten Mal zuschaut, der weiß es vielleicht noch gar nicht. Hier geht es nämlich darum, sich ein echtes Renncockpit zu sichern. Nämlich entweder in der VLN bei Teichmann Racing oder im KTM Crossbow Battle. Und je nachdem, ob man schon Erfahrung in einem echten Rennwagen hat oder nicht, je nachdem fährt man in einer unterschiedlichen Wertung hier. Und so haben wir halt auch in der Gesamtwertung Fahrer, die hier in Orange markiert sind, die eben auch für den Preis fahren in der VLN, weil dort braucht man eben diese internationale C-Lizenz. Dort muss man die schon mitbringen. Und man sieht hier gute Mischung zwischen denen, die schon Erfahrung im echten Rennsport haben und die, die es noch nicht haben. Zwei Williams E-Sports-Fahrer an der Spitze, Moritz Löhner, gefolgt von Nico Dembisniewski, die eigentlich, wie gesagt, keine direkten Konkurrenten eigentlich sind in der Meisterschaft. Alexander Dornin an der dritten Stelle. Ja, finde ich interessant. Vor allem deswegen Dornin ja doch immer sehr dominant aufgetreten, aber in der Gesamtpunktzahl hinter Löhner dann am Ende doch zurück. Natürlich dürfen wir Maxime Pain auch nicht außen vor lassen. Der ist auch jemand, der sehr, sehr konstant bisher die Punkte gesammelt hat. Den haben wir eigentlich an der Spitze, also ganz vorne mit Siegen, noch gar nicht so extrem gesehen. Aber der war eben fast immer in den Top 3 dort vorne mit dabei. Und das hat die Sache so interessant gemacht. Wir gucken vielleicht nochmal kurz auf die separaten Standings eben bei den Piloten, die hier bei Teichmann Racing sich die Chance eröffnen wollen, bei der VLN mitfahren zu können. Nico Dembisniewski, Williams Esports, das haben wir eben angesprochen, 194 Zähler, Robin Fredriksen. Relativ knapp dahinter Gergo Baldi auf der 3, 85 Punkte, und Wilhelm Weirich, der ist allerdings heute nicht dabei. Und wenn man guckt, wie die Punkteverteilung ist, Wilhelm Weirich muss sich Sorgen machen, dass diese vierte Position mal ganz schnell weg ist, denn
wenn man da heute nämlich direkt Simon Jäger ankommt und fährt hier auf die 7. Position oder besser, dann ist der gleich mal auf der 4 nach vorne gesprungen. Man sieht vor allem auch, mit einem Top-Ergebnis kann man ganz schnell zum Vordermann wieder aufschließen, wenn der mal ein bisschen Pech hat. Wird also, denke ich, auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben. Ja, und vor allem deswegen, weil auch der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte jeder Wertung, also sowohl der Fahrer mit der C-Lizenz als auch der Fahrer ohne C-Lizenz, noch in ein Halbfinale einziehen wird. Die Details dazu werden auf dem nächsten Stream bekannt gegeben. Also es lohnt sich auch wirklich, Vierter zu werden. Ja, und bisher haben es noch nicht mehr echte Rennfahrer geschafft, sich überhaupt für die Rennen zu qualifizieren, als diese 4, die wir in der Liste gesehen haben. Deswegen jetzt hier die große Chance für Sören Jäger überhaupt, sich in der Punktewertung zu platzieren und dann direkt vielleicht in die Top 4 zu gehen. Genau, wer weiß, wie am Ende die Karten liegen für ihn. Plötzlich findet er sich dann im echten Auto wieder. Aber alles noch Zukunftsmusik. Wir müssen gucken, wie sich die Piloten hier schlagen werden. 2 Läufe wird es noch geben. Schon mal der Blick noch drauf. Also der Slowakia-Ring steht noch auf dem Plan am 23. Oktober. Und dann geht der Porsche nochmal nach auf die Nordschleife. Also im Endeffekt komplett passend. Das Fahrzeug, das man pilotieren könnte, wenn man es denn entsprechend schafft, kann man dann schon mal virtuell bewegen am 20. November. Und wir sind dann natürlich auch da gespannt, wie es laufen wird. Ich glaube mal, mit diesem Feld an Piloten, das ja doch alles sehr hochklassige Fahrer sind, die sehr, sehr gute Geschwindigkeiten fahren können, die sich auf der Nordschleife, denke ich, alle sehr gut auskennen. Das wird auch nochmal eine spannende Angelegenheit. Wobei ich sagen muss, die beste Action, die haben wir bisher mit dem KTM Crossbow erlebt. Das stimmt, und auch die nächste Runde auf dem Slowakia-Ring, da wird der Crossbow nochmal ausgepackt. Und wer selber auch mal Lust hat, hier auf dem Stream mitzufahren, der kann sich natürlich qualifizieren. Einfach bei game.raceroom.com sich anmelden, das ist auch kostenlos. Einfach mal probieren, ob man es reinschafft in die Top 24 oder vielleicht über die Nachrückerliste, so wie Marcel Holoch heute, der es erst heute erfahren hat, dass er überhaupt hier an den Start gehen kann, der noch ins Feld nachgerückt ist. Da ist man dann, glaube ich, auch so ein bisschen überrumpelt, hat eigentlich schon damit abgeschlossen, überlegt sich, ob man überhaupt noch fährt, und dann kommt sowas mit rein. Marcel Holoch, so schlecht schlägt er sich im Moment nicht. 15. schnellste Zeit, 2:31. Das klingt natürlich langsam gegenüber so Piloten wie Maxim Pain oder Nikodem Wisniewski oder auch Alexander Dornin, die hier mit 2:27er Zeiten unterwegs sind. Aber muss man auch erstmal auf den virtuellen Asphalt hier kriegen mit diesem Auto, das ja nun aerodynamisch nicht wirklich über Grip verfügt. Und da gibt es so die ein oder andere Kurve in Spa-Francorchamps, wo das schon richtig prickeln wird, mit dem Auto zu fahren. Sie stürzen sich alle wie die Wilden sofort auf die Strecke, so wenig Zeit wie möglich zu verpassen hier für die gezeitete Runde oder die gezeiteten Runden, die einem bleiben. Und wir sind jetzt gerade einmal schon durch die Orangen durch, raus auf die Camel Straight. Und ja, Robert, du kennst die Schaltpunkte, die Bremspunkte, sind dir in Cayman geläufig? Ja, das ist ganz interessant, weil man hört schon, dass die Fahrer nicht in den 6. Gang hochschalten auf der Geraden. Das ist ganz interessant, weil man zu viel Schwung einfach wieder verliert bei dem Schaltvorgang. Daher sieht man wahrscheinlich, die meisten Fahrer im 5. Gang bleiben. Allerdings, wenn man im Windschatten ist, dann muss man schon den 6. Gang benutzen. Also da muss man natürlich auch immer die richtige Entscheidung treffen. Jetzt sind wir schon hier im 2. Sektor, kommen zu der Kurve ohne Namen. Sehr schwierig, hier den Einlenkpunkt zu treffen, und auch vorsichtig muss man sein beim Ausgang, weil man kann sehr leicht zu weit rausgetragen werden und dann ist die Runde ungültig. Jetzt geht's runter zu Kuhorn. Sehr anspruchsvolle Kurve, sehr schnelle Kurve. Man sieht hier, dass sehr lange gelupft wird eigentlich, dass sehr viel Gas rausgenommen wird. Und daher kann man schon eigentlich erahnen, die Zeiten hier, die sind nicht so schnell wie zum Beispiel in einem DTM-Auto oder einem Formel-1-Wagen. Daher extrem lange Rundenzeiten, 2 Minuten 27, das schnellste, was wir bisher gesehen haben. Auch hier wieder weit raustragen lassen. Hier kann man komplett den Curb ausnutzen am Kurvenausgang. Wenn man es richtig trifft, müsste es sogar voll durchgehen. Döner sehr weit rausgetragen hier. Es ist genau an der Kante. Wenn man noch 2 Räder auf dem Curb drauf hat, dann zählt die Runde. Wenn man weiter rausfährt, dann zählt es nicht. Und jetzt raus zu Blanchimont. Eine extrem schnelle Kurve. Allerdings nicht Vollgas in dem Auto.
Dann sieht der Löhner rückt schön die Nase vom Auto rein in die Kurve. Bremsen für die Busstoppschikane, die wurde schon oft umgebaut in der Vergangenheit und Moritz Löhner holt jetzt viel Schwung für seine Gezeitete. Das Interessante ist sicher bei der Busstoppschikane, wie viele es gibt, die die alte Variante viel schöner finden. Man muss tatsächlich sagen, fahrerisch muss ich sagen, gefällt mir die letzte Version, die vor dem Final oder dem letzten Umbau stattgefunden hat, auch besser. Sie ist ja wesentlich schneller. Was die Entscheidungsmomente für ein Rennen angeht, ist diese Variante jetzt dann irgendwo die interessantere, weil eben ein weiterer Überholpunkt geschaffen ist und gleichzeitig diese Herausforderung aus dieser scharfen Linkskurve dann sauber raus zu beschleunigen, der kommt dann auch nochmal oben drauf dazu. Du hast es eben angesprochen, zum Beispiel DTM-Fahrzeuge, wesentlich höhere Geschwindigkeiten hier im Vergleich zu diesem Cayman. Ja, das ist primär einfach der fehlenden Aerodynamik geschuldet. Das Auto ist rein eigentlich auf den mechanischen Grip angewiesen. Der Flügel hinten ist im Endeffekt nur dazu, dass er sich nicht komplett wegdreht, wenn man in eine Kurve reinfährt. Aber ansonsten ist das ein ziemlicher Kampf mit dem Fahrzeug und deswegen, wie du es gerade angesprochen hast, im Puhorn zum Beispiel, dieses lange, lange Lupfen, lange, lange Rollen lassen, einfach weil es nicht anders geht. Entweder fängt das Auto an zu untersteuern, dann geht es schön aus dieser langen, langen Kurve raus. Das will man nicht. Andererseits geht auch im schlimmsten Fall das Heck mal ganz schnell weg. Wir hoffen, dass es hier nicht große Berührungen nachher im Rennen gibt, denn die in so einer Kurve hier, klaps aufs Heck, ich glaube, Robert, dann ist sofort Schluss. Ja, da hat man Glück, dass mittlerweile die Auslaufzonen auch asphaltiert sind. Kann man den Wagen eventuell nochmal retten vor dem Einschlag. Aber es stimmt schon, die Autos sind sehr, sehr schwierig zu fahren. Man sieht Löhner hier auch, denke ich, auf einer eher vorsichtigen Runde. Man sieht im Hintergrund, das müsste Maxim Paar sein mit der Nummer 13. Der holt schon ein bisschen auf. Mal schauen, was die Zeiten sagen. Schnellste Zeit im Pre-Qualifying, das war eine 2 Minuten 27,4 von Nico Dembiszniewski im Zeitplatzierten in der Gesamtwertung. Und an der Stelle, bevor die Zeiten reinkommen, noch die kurze Erklärung auf Englisch, was hier heute überhaupt vorgeht. So, just a short explanation in English. This is the Super Racer Campaign. Drivers can get the chance to drive a real race car in a real series like this Cayman, for example, from Teichmann Racing. Today we've got a race of 60 minutes coming up with a mandatory pit stop. The stream will be in German. And even though you can't understand this maybe, I hope you still enjoy the show. So, zurück auf Deutsch, denn Löhner kommt zur Startziellinie. Und die Uhr bleibt stehen, 27,8. Aber da hat man schon Maxim Paar, 27,5. Das ist eine ultra solide Runde, die er hier zum Anfang der Qualifying Session hingelegt hat. Und Nico Dembiszniewski, da fehlt aber nicht viel. Das ist aber vorsichtig formuliert mit 7000stel, dass da nicht viel fehlt. Ich glaube, Maxim Paar hat gerade den Vorteil gehabt, dass ihn eigentlich Moritz Löhner auch so ein bisschen über die Strecke gezogen hat. Also in dem Fall alles ein bisschen unglücklich, vielleicht auch aus der Perspektive von Löhner gelaufen. Jetzt aus Blick des Drittplatzierten der Meisterschaft, Alexander Dornin. Ist allerdings gar nicht auf einer gezeigten. Ja. Daher werden wir nochmal schnell wechseln zu Robin Fredriksson. Weil der ist im letzten Sektor hier in der Busstoppschikane, aber hat schon deutlichen Rückstand. Ja, da fehlt dann doch einiges, aber der hat ja auch einen anderen, ja, Konkurrenzbereich könnte man ja sagen. Also der schaut dann auch immer auf noch irgendwie andere Piloten als jetzt diejenigen, die da in dieser Komplettwertung unterwegs sind. Allerdings, ja, Nico Dembiszniewski auf jeden Fall schneller unterwegs als er. Also da wird er noch ein bisschen was finden müssen. Unterschied zu Wisniewski von Robin Fredriksson. Ja. Daniel Fredriksson ist es gewesen. Robin Fredriksson hat gar keine Zeit gesetzt. Da ist wohl irgendwo was ein bisschen schief gegangen. Der Mann im grünen Auto konnte da jetzt noch nichts zeigen. Daniel Fredriksson über eine Sekunde langsamer als Nico Dembiszniewski. Aber ich glaube, im Moment können wir da noch gar nicht so viel sagen, weil mehr als die Hälfte aller Fahrer haben noch gar keine Zeit gesetzt, was natürlich auch dieser irre langen Rundenzeit geschuldet ist. 7 Kilometer lang diese Strecke. Gibt zwar diverse schnelle Ecken, wo man dann doch nicht so viel Zeit liegen lässt, aber ja, wenn man nicht wirklich schnell durch die Kurven fahren kann mit diesem wenig aerodynamisch gespickten Fahrzeug, dann ja, dauert das eben dann auch alles seine Zeit. Kevin Leon. Und
Was muss das für eine erste Sektorzeit gewesen sein von Maxim Fahrer, wenn man hier mehrere Fahrer sieht mit über einer halben Sekunde Rückstand? Ja, ich glaube einfach, das wird der Windschatten von Löhner auf der Chemistrate gewesen sein, der ihm, sagen wir mal, zumindest ein, zwei Zehntel gegeben haben wird. Der Rest ist dann einfach noch fahrerisches Talent obendrauf. Und das ist eine Kombination, die für die Konkurrenz jetzt hart zu knacken sein wird. Kevin Law auf der achten Position, aber auch noch ohne die gezeitete Runde. Und da sieht man auch nur 7 Fahrer bisher überhaupt im Klassement zu finden. Also die Streckenbegrenzungen hier, die stellen eine große Hürde dar für viele der Fahrer. Kevin Law jetzt wenigstens mit einer gezeiteten Runde, allerdings nur auf Platz 7 bisher. Ja, man merkt es, dass das die Fahrer auch unter Umständen ein bisschen einbremst. Vielleicht sagt sich dann auch ein Kevin Leon, erstmal irgendwie eine halbwegs vernünftige Zeit setzen, dass man nicht ganz am Ende des Feldes startet und dann nochmal schauen, dass man ein bisschen pushen kann. Da gehen ja Fahrer mit unterschiedlichen Mentalitäten ran, bevor man da viermal zu hart pusht, jedes Mal die Runde irgendwo durch Abkürzen oder zu weit rausgeraten wegwirft und dann gar keine Zeit am Ende hat. Das ist ja auch mal so ein Risiko, das auf einen zukommen kann. Robin Fredriksen jetzt mit einer Zeit 2:28.971 hat sich an Kevin Leon vorbeigeschoben. Wir haben dann Christoph Joni, Lukas Baron und wer momentan, glaube ich, auf einer guten Zeit unterwegs sein dürfte, das ist Gergo Baldi, so wie es mir angezeigt wird. Der hat nämlich im ersten Sektor eine bessere Zeit hingelegt als Maxim Paar. Und ich glaube, ein großer Vorteil von Paar baut auf diesem guten ersten Sektor auf. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt, was Baldi hier abliefern kann. Zweite Sektorzeit sollte jetzt jeden Moment reinkommen. Gucken wir mal, was da stehen wird. Na? Hier fehlt aber nicht. Das könnte schon in die zweite Reihe gehen für ihn. Kommt er da auch in den 2:27.5er Bereich rein, rund um Paar und Wisniewski. Vielleicht schafft das vor Löhner. Wow. Wilder Drift. Schön über alle 4 Räder, aber der Wagen war in einer guten Position zum Rausbeschleunigen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich beabsichtigt war, aber es sah auf jeden Fall effektiv aus. Sehr weit raus aus der Busstop-Schikane sah der Wagen aus der unruhig aus. Wo geht's hin für Gergo Baldi? Ja, vierte Startposition, hat das nicht ganz umsetzen können. Jetzt geht es natürlich direkt in die Box, um nochmal rausfahren zu können. 2:27.862. Das hatte 31.000 hinter Moritz Löhner. Es ist definitiv eng unter den Spitzenfahrern. Generell finde ich sehr interessant. Also Maxim Pain und Nikodem Wisniewski 7.000stel auseinander. Moritz Löhner und Gergo Baldi 31.000stel auseinander. Dann kommt James Baldwin und Alexandre Vraiment. Da sind es dann auch nur die 55.000stel. Erst danach dröselt sich so ein klein bisschen wenigstens auseinander. Aber selbst auf 10 und 11 Kevin Leon und Jimmy Nisula 31.000stel Unterschied. Da haben sich überall so ein paar Pärchen gefunden, die natürlich einen spannenden Rennverlauf versprechen. Bei Alexander Dornin, da muss jetzt alles passen, weil der ist zurzeit gar nicht auf einer gezeiteten Runde. Er ist auf seiner Outlap hier. Und wenn man oben auf die Uhr schaut und wer Racing kennt, der weiß es. Die Uhr, die läuft nicht nach. Wenn die Uhr auf Null geht, dann ist das Qualifying direkt vorbei. Das heißt, der muss jetzt gucken, dass er die Outlap schnell genug zu Ende bringt und dann, dass alles passt auf seiner Runde, weil das wird die einzige Chance sein, für ihn überhaupt eine gezeitete Runde zu setzen. Ansonsten geht es von ganz hinten das Rennen. Na, da ist er mittlerweile gefühlt in guter Gesellschaft. Also uns fehlen da noch Marcel Holoch, Adam Zombori, Simone Puglisi, Sören Jäger übrigens auch und Marcel Egea, die sind alle noch ohne Zeit. Und vor allem Sören Jäger, der war jetzt im Training eben nicht unbedingt langsam unterwegs. Der sollte auf jeden Fall gucken, dass er da noch irgendwie den Sprung jetzt schafft. Aber Wisniewski mit einer absoluten Bestzeit im zweiten Sektor. Mal gucken, ob da jetzt noch ein Sprung kommt Richtung Spitze. Holt er sich hier noch die Pole von Maxim Pain ab? Nee. Reicht in dem Fall nicht aus. Auch deswegen, weil Pain nochmal nachgelegt hat. 2:27.407. Dann nochmal
ja, 1,5 Zehntel draufgelegt und deswegen Nikodym Wisniewski mit seiner 2,27,4,3,2 dann am Ende doch dahinter zurück. Gefühlt doch uneinholbare Zeiten für die anderen. Und wo ist Dorniden unterwegs? Also wenn er die Runde zu Ende fährt, ohne sich Tracklimit zu holen, dann wird die Zeit auf jeden Fall zählen. Aber jetzt ist es natürlich eine extreme Drucksituation. Ich höre auch schon Dorniden, der nutzt den sechsten Gang hier und da hat er schon einen kleinen Rückstand. Aber eigentlich ist das egal. Solange er es irgendwie schafft, in die Top 10 zu kommen, da ist es schon, das wird schon ein erheblicher Vorteil sein im Vergleich zu seiner jetzigen Startposition. Ja, viel gewonnen dann auf jeden Fall. Momentan wäre es Startposition 18, wenn es so bleibt. Aber es würde reichen, wenn Sören Jäger jetzt nur eine Zeit setzt und Dorniden das vermasselt, sag ich mal, und prompt geht es dann in die letzte Startreihe. Und das ist etwas, was Dorniden, denke ich, definitiv nicht haben möchte. Also das Risiko jetzt besser ein bisschen runterschrauben und lieber draufsetzen, überhaupt die Startposition zu verbessern. Thema Startposition zu verbessern. Da hat sich, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, Kevin Leon hat sich auch spürbar verbessert. Auf die 6 nach vorne. Stand ja eben zuletzt nur auf der 11 und kriegt aber direkt wieder einen Platz zurückgeschoben, nämlich Robin Fredriksen jetzt noch mit dem Sprung in die dritte Startreihe mit Position 5. Mal gucken, was kann Dorniden hier noch liefern? Und ich glaube, das wird nichts mehr, oder? Doch, doch. Na doch, das wird das er noch wird schaffen. Das wird noch was werden. Und die Runde ist auch gut bisher gewesen. Da geht da sehr viel Risiko. Jetzt muss man schauen hier. Dorschimor, eine der Schlüsselstellen. Keine Gefahr hier mit den Track Limits. Jetzt muss man nur noch den Bremspunkt hinkriegen. Und dann sollte das eigentlich in die zweite Reihe gehen. Naja, hat das Auto ähnlich rein. Ja, hat das Auto ähnlich reingeworfen eben wie Gergo Baldi, also leicht auf den Curb in Blanchimont, dass das Auto mit so einem leichten Drift über alle vier Räder ankommt. Und wo geht's hin für Dorniden? Wo landet der Startposition 3? Das ist doch dann nochmal eine Ansage. Also die Drucksituation gut umgemünzt in einen richtig guten Platz für den Rennstart. Und ja, uns fehlt jetzt noch Sören Jäger, der ist noch auf der Strecke unterwegs und Jimmy Nisula ist auch noch bei einem weiteren Versuch. Jäger, nee, das wird nichts mehr, Zeit ist abgelaufen im Endeffekt. Da wird nichts mehr passieren und da wird der weitere Fahrer mit der C-Lizenz, der zum ersten Mal hier dabei ist, jetzt mit auf der 19 starten. Keine allzu gute Ausgangssituation, wir dürfen aber nicht vergessen, wir reden hier von einem 1-Stunden-Rennen, wo doch sehr, sehr viel noch passieren kann. Glückwunsch an Maxime Thor. Wieder Pole Position, die hat er auch schon beim letzten Mal gehabt, als es mit dem KTM Crossbow über den Salzburgring ging. Und wie gesagt, Maxime Thor sehr gut in Form, schon 2 Siege in dieser Saison. Wir schauen noch einmal auf den Meisterschaftsstand, bevor es hier in das Rennen geht. Sind wir zurzeit auf der 4. Position, aber definitiv noch in Schlagdistanz. Ja, definitiv und vor allem zu Alexander Dorniden, der jetzt direkt hinter ihm starten wird. Zweite Startreihe und dann geht es gleich direkt mal Richtung Lassos und dann Orange. Ich hoffe einfach, dass die wissen, das Rennen wird hier jetzt nicht in der ersten Kurve entschieden, dass sie mehr Zeit haben als bei den Rennen mit dem KTM Crossbow, dass wir hier eben Racing über 60 Minuten sehen werden und vorneweg, also Maxime Paar. Und wie wird der hier wegkommen, wenn die Ampeln geschaltet sind? Wir sind na, hoffentlich bald, hoffentlich jetzt unterwegs. Jawohl, Rennen ist gestartet, 4. Lauf von Super Racer mit dem Porsche Cayman. 60 Minuten über Spa-Francorchamps. Und Dorniden hat einen guten Start hingekriegt. Versucht es direkt mal außenrum in der Lassos. Das weiß-rote Auto ist direkt im heftigen Duell jetzt um die zweite Position mit Nikodym Wisniewski. Und er hat sich davor positionieren können. Kein Problem für Maxime Paar, da wegzukommen. Dahinter wird es richtig eng. Fredriksen eingeklemmt mit seinem grünen Wagen. Aber alle halten sich am Ende doch zurück. Hier an der Perlenkette aufgereiht geht es durch die Orange hindurch. Also schöner, sauberer Start von allen Mitstreitern zu Beginn. Aber jetzt gehen die Windschattenduelle los. Direkt über die Camel Straight. Vorne versucht es Dorniden gegen Paar. Der verteidigt auf der inneren Linie Richtung Lecombe.
Jetzt das Duell auf der Bremse, leichter Kontakt, ne? Kann passieren, kein Rutsche in dem Fall. Und dann haben wir Fredriksen im direkten Zweikampf. Oh, dahinter, Probleme bei Nico Demjesnitski, den hat es dann komplett aus der Linie rausgeworfen. Fällt zurück bis auf die sechste Position, musste beim Start schon einen Platz abgeben und wird jetzt attackiert von Kevin Leon. Durch Brüssel, durch die lange 180-Grad-Kurve dahinter und sanfter Kontakt, Nisola und Fredriksen sind das, oder? Nein, das ist Froment gegen Jimmy Nisola. Daniel Fredriksen, der ist auf der 10 hinten dran. Der zweite Schwede hier im Feld. Maxim Pöhr hat sich da dann doch solide noch verteidigen können. Gergo Baldi auf der guten dritten Position. Fredriksen vierter. Und dann kommt der heute einzige Brite im Feld, nämlich James Baldwin, im schwarz-blauen Bund auf der 5, verfolgt von Nico Demjesnitski. Und er hat mit Kevin Leon keinen angenehmen Gegner hinter sich. Wir bleiben beim Spitzenduell. Maxipa gegen Dorn. Und was ich mich frage, ist, wo ist Moritz Löhner? Wo ist unser Tabellenführer? Ja, es spricht viel dafür, dass es da wo ein technisches Problem gegeben hat, denn wir sind nur noch mit 19 Fahrern auf dem Server und das bedeutet, einer ist weg und das ist in dem Fall ganz offensichtlich Moritz Löhner. Sehr, sehr schade, denn das ist dann doch ein ziemlicher Paukenschlag. So, dahinter, Attacke, Robin Fredriksen gegen Gergo Baldi. Geht's durch die Booster, beide mit leichtem Drift am Kurvenausgang, dahinter Leon mit Baldwin im Zweikampf, auch da wurde mal leicht angeklopft, aber ich glaube, Robert, man kann sagen, mit so einem Auto im Zweikampf ein bisschen Kontakt gehört irgendwo dazu. Ja, aber es kann natürlich schon sehr schnell passieren, dass man sich hier eindreht. Bislang allerdings sehr faire Fahrweise von allen Fahrern, das muss man ganz klar sagen, auf der ersten Runde durch die Orange durch, das ist nicht so einfach und im Prinzip ist alles gut gegangen. Ein Fahrer haben wir doch noch verloren, Vincent Reul ist das bei seinem Debüt. In der Boxengasse. Und wie gesagt, Moritz Löhner wird gar nicht auf dem Server geführt. Wir sind uns nicht ganz sicher, was da mit ihm passiert ist. Allerdings bedeutet das, es wird auf jeden Fall einen neuen Tabellenführer geben nach diesem Rennen. Das können wir so festhalten, denn mit der Nullnummer, da wird es jede Menge Fahrer geben, die da was gegen unternehmen können. Adam Pintjes ist sehr, sehr langsam. Also entweder hat er sich irgendwo ausgangs der Orange böse vertan oder da gibt es ein technisches Problem. Wir mal gucken, wie er sich jetzt da fangen kann im Feld auf der 14. Position. Nehmen wir das Duell um P3. Robin Fredriksen gegen Gergo Baldi. Und das ist eine interessante Situation, denn Gergo Baldi und Robin Fredriksen sind beide mit hier einer C-Lizenz unterwegs. Das heißt, da geht es auch um Punkte darum, wer am Ende die Möglichkeit hat, eben den Teichmann Porsche in der realen VLN zu fahren. So, jetzt bitte hier keine Attacke gegen Christoph Joni. Das wird eine knifflige Sache. Zu zweit mit einem Auto ohne große Aerodynamik durch Puhan. Aber die zeigen jedoch Qualität, die beiden. Pintjes und Joni. Christoph Joni verteidigt sich noch. Empfangen es. Beide kommen leicht ins Schlittern. Aber auch hier noch ohne Kontakt. Die fahren jetzt hier schon Kurven. Mehrere Kurven nebeneinander. Absoluter Respekt zu der Leistung. Und ich glaube, Christoph Joni wird erst einmal die Nase vorn behalten. Darf er da nicht zu schnell durch. Sonst kommt nämlich die gekreuzte Linie von Adam Pintjes und dann geht der Ungar nämlich doch vorbei. Jawohl. Adam Pintjes hat da den kleinen Fehler von Christoph Joni ausgenutzt und da geht sofort ein Platz zurück für den Österreicher. Vorne währenddessen Fredriksson auf die dritte Position nach vorne gegangen, hat sich jetzt den Platz gesichert gegen Gergo Baldi. Ja, und Baldi muss aufpassen, dass er nicht gut durchgekommen. Mittlerweile übrigens die Information von Moritz Löhner hier im YouTube-Chat ist sehr verwundert über das, was da wohl passiert ist. Er sagte, es hat sich nicht wie ein normaler Disconnect angefühlt. Also das hat jeder ja schon mal irgendwo früher oder später gehabt, dass einem die Verbindung in die Quere kommt. Aber jetzt hat es ihn offenbar unerklärlicherweise vom Server runtergeworfen. Sicher eine Sache, die man im Nachgang nochmal sich anschauen sollte. Kann man jetzt leider nicht mehr viel dran ändern. Christoph Joni fällt noch einen Platz zurück. Da gibt es Positionsgewinn für Lukas Bouron. Und Sören Jäger ist auch schon zur Stelle. Oh,
Und die Urush nicht gut erwischt. Werden wir hier vorne eventuell jetzt den Wechsel an der Spitze haben. Maxime Pern, Alexander Dornin. Dornin kreuzt die Linie. Aber Maxime Pern jedes Mal auf der besseren Seite. Jetzt müsste Dornin direkt nach innen ziehen, wenn er was versuchen will. Aber da ist eine halbe Wagenlänge Abstand. Das funktioniert in dem Fall nicht. Oh, da gibt es einen leichten Kontakt, weil Pern zu weit rausgekommen ist. Musste ein bisschen Gas rausnehmen, damit er nicht komplett aus der Kurve rutscht. Und da war Dornin offenbar nicht so ganz darauf vorbereitet, dass sein Vordermann nochmal kurz vom Gas muss. Zum Glück nichts weiter passiert. Es bleibt aber bei der Reihenfolge. Maxime Pern in Führung vor Alexander Dornin. Aber das verspricht hier über die weitere Rennzeit nochmal sehr, sehr interessant und spannend zu werden. Und wir sind gerade mal 6,5 Minuten drin in diesem langen einstündigen Durchgang. Lauf Nummer 4 von Super Racer. Wir heute in Spa-Francorchamps. Die Taktik wird natürlich auch eine Rolle spielen. Denn es gibt ja einen Pflichtboxenstopp, den jeder Fahrer absolvieren muss. Und da ist dann natürlich die Frage, wann wird man in die Box kommen? Und vor allem, man hat es schon gesehen, beim ersten Rennen, da ist der Alexander Dornin nicht nur einmal in die Box gefahren, sondern sogar zweimal. Und das ist Kevin Law, der ist zurückgefallen auf die 10. Position. Zusammen mit Alexandre Vromont, die waren beide eigentlich besser platziert. Jetzt am Ende der Top 10. Ja, wurden eben so ein Stück durchgereicht. Vermute mal, vielleicht ein bisschen zu weit rausgekommen an irgendeiner Kurve, ein bisschen Kies mitgenommen und da verliert man Schwung. Und in dem Fahrerfeld hier, speziell Richtung Top 10, Top 15, da sind kleine Fehler doch schon ausreichend, um mal ein, zwei Positionen hergeben zu müssen. Und Kevin Leon muss sich also nun wieder versuchen, zurückzukämpfen. Oh, ich habe fast das Gefühl, muss er mehr nach hinten schauen, Alexandre Vromont. Die beiden sind allerdings Teamkollegen beim Oscaro-Team. Ich denke, dass Kevin Law ein bisschen durchatmen kann. Ja, trotzdem die Situation sehr unangenehm. Hast du einen direkt hinter dir und vor dir, derjenige scheint ja auch einen kleinen Tick langsamer im Moment zu sein. Da läuft man dann drauf auf und findet nicht so wirklich den Weg vorbei. Simone Puglisi, der Italiener bei seinem ersten Auftritt hier bei Super Racer, momentan solide auf dem 9. Platz unterwegs. Hat er auch vom ein oder anderen Problem der Mitstreiter bisher profitiert. Puglisi von der 12 in dieses Rennen. Und da hat es gekracht. Oh, da kracht es gleich nochmal, wenn die so weitermachen. Oh, da gibt es den Kontakt, Jimmy Nisula, und das müsste Alexandre Vromont gewesen sein. Nee, Simone Puglisi, der dagegen geknallt ist, und der ist nochmal rüber gependelt und hat da irgendein Fahrzeug meines Erachtens getroffen. Oh, aber zum Glück offensichtlich nicht mehr passiert ist. Und auch Frederiksen in dem Unfall involviert, beide wieder zurückgefallen und damit Law und Vromont schon wieder auf 7 und 8. So schnell geht die Sache hin und her. Schade, dass sich dann diverse Duelle damit auflösen, aber kann eben dann bei dem Auto auch mal schnell passieren, dass man sich eindreht. Wir erinnern uns ja an das Rennen auf dem Sachsenring. Da gab es ja auch ein paar kuriose Abflüge gleich zu Beginn, wo die Berührungen auch minimal gewesen sind und prompt dreht sich einer der Fahrer ein. Nikodem Wisniewski bei der Jagd gegen Gergo Baldi. Wisniewski war ja von P2 gestartet und war dann nicht gut weggekommen. Der versucht jetzt irgendwie wieder zumindest ein bisschen Anschluss in dieser Gruppe herzustellen. Kommt besser durch Blanchimont durch. Und was macht Baldi? Der bleibt außen. Das wird jetzt interessant beim Anbremsen. Wir versuchen die Linie zu kreuzen. Oh, da war aber Wisniewski wesentlich besser auf der Bremse hier in die Busstop-Schikane rein. Auch interessant zu sehen, das sind genau die drei Fahrer aus der C-Lizenzwertung, die hier im Infight sich befinden, um die dritte Position. Der Rickson, Wisniewski und Baldi dahinter. Sören Jäger, währenddessen auf der 16. Position. Da wird es also schwer für ihn sein, ihr Punkte gut zu machen. Na, wenn, dann wäre die Zielrichtung ja zumindest mal P7 oder P6, um da ein bisschen was rauszuholen. Um da in die Top 4 zu springen. Davon ist momentan noch nicht so viel zu sehen.
Wieder klassisches Bild auf der Camel Straight aus dem Windschatten raus. Alexander Dorniden gegen Maxime Perrin. Diesmal ist Dorniden innen. Und das war aber dann doch ein sehr leichter Positionsgewinn, muss man ja mal sagen, wenn wir uns vor Augen halten, wie das in den Runden vorher abgelaufen ist. Vielleicht hat Maxime Perrin das schon erkannt, jetzt zu verteidigen bringt nicht viel. Hängt sich einfach hinten dran und sagt, im Paarflug setzen wir uns vom Rest des Feldes ab. Könnte ja auch eine Planung sein des Franzosen. Wird sich jetzt über die Runde hinweg zeigen, ob da Dornin sich absetzen kann oder ob die beiden im Duett da davonfahren werden. Der Dreikampf dahinter, der scheint sich jetzt etwas prickelnder zu gestalten. Mit Wisniewski eben ja sehr, sehr gut an Baldi vorbeigekommen. Jetzt mit der Jagd nach Robin Fredriksen. Der Blick zurück von Robin Fredriksen hier und Nikolaj Wisniewski, der Williams E-Sports-Fahrer, der kommt immer näher. Auto wird immer größer im Rückspiegel. Ja, vor allem so eine Sache, wenn man auf irgendeine Kurve richtig anbremst, speziell die Busstop-Schikane, und man hat dann so ein Auto schon relativ groß hinter sich, dann ist man da immer so halb die Hände am Zusammenfalten, soweit es denn geht am Lenkrad, dass der Hintermann sich da jetzt nicht groß verbremst. Na, wird da jetzt fast der Schubser kommen? Nee, durch Blanchiment kann man da noch nicht so dicht auffahren. Und Wisniewski hält da noch ein paar Meter Abstand, jetzt mit dem Versuch, sich daneben zu bremsen. Aber Robin Fredriksen, der Schwede, lässt das nicht so einfach mit sich machen. Und da wird Wisniewski mal komplett von Gergo Baldi überrumpelt. Ich glaube, das war die Slowdown-Penalty, die da den Wisniewski ausgebremst hat. Weil man hat es gesehen, Blanchiment am Ausgang, ist er zu weit rausgekommen. Ja. Kleiner Fehler, große Wirkung. Ja, und ich denke auch ein Fehler von ihm, dass er so lange gewartet hat, bis er geluft hat. Weil so natürlich Baldi auch noch an ihm vorbei, hat er viel Schwung verloren. Da ist so eine riesige Lücke, die da aufgetreten ist. Und da müsste er ja fast schon aufpassen, dass Baldwin nicht noch einfängt. James Baldwin momentan absolut solide auf dieser sechsten Position. Ist ja der Neuntplatzierte derzeit in der Meisterschaft. Wenn er auf der Position bleiben sollte, würde er zumindest mal P8 von Alexandre Vromont erben, wenn es denn so bleibt. Wir schalten noch kurz hier hin. Allerdings ist Wisniewski wieder an Baldi vorbei. Und hier vier Fahrzeuge ganz nah nebeneinander. Zombori in, Pinches außen. Spät auf der Bremse. Und da hat er auch die Slowdown geholt, deshalb die Fahrzeuge ineinander. Da dreht er sich. Wie hat er den denn noch gefangen? Meine Güte, das war richtig gute Fahrzeugkontrolle, in dem Fall von Adam Pinches. Da ist das Auto blöderweise, in dem Fall von Zombori, dann wieder, der hat die Durchsichtigkeit verloren sozusagen, und dann gab es direkt wieder den Kontakt. Aber man muss sagen, diese Slowdown-Strafe wird ja immer mal ein bisschen kritisiert, aber es hat bisher dazu geführt, dass wir sehr, sehr tolles, sehr, sehr sauberes Racing gesehen haben. Also da, wir müssen ja sagen, einige dieser Fahrer haben wir auch schon ganz anders auf der Strecke mal erleben können, wenn man sie denn frei fahren lässt. Von daher, das hat bisher eine sehr, sehr gute Wirkung gezeigt und ermöglicht überhaupt dann auch ohne Schwierigkeiten solche schönen Duelle, wie wir sie dann bisher gesehen haben. Schade, dass es da bei Zombori eben diesen kleinen Fehler gab, der dieses Quartett jäh auseinandergerissen hat. Zumindest ein bisschen auseinandergerissen hat. Es bleibt da durchaus eng in den hinteren Rängen. Mal schauen, Simone Puglisi, der ist mit Pinches immer noch im Duell. Fredriksen, die sind da alle noch nach wie vor beieinander. Christoph Joni, der duelliert sich gerade mit Lucas Baron um die 15. Position. Wer ein bisschen außen raus ist aus der ganzen Geschichte, das ist halt Marcel Holoch. Der ist wohl tatsächlich ein bisschen zu überraschend da reingeraten. Ja, und Pinches mit den gleichen Problemen wie eben gerade noch Nikodem Wisniewski, nämlich offenbar im Blanchiment auch einen Tick zu weit rausgegangen und hat dann aber vor der Busstop-Schikane Gas rausgenommen und kann dann glücklicherweise zumindest mal die Position vor Simon Jäger halten. Bei Gergo Baldi hat man währenddessen gesehen, da sind die Hinterreifen schon ein bisschen
abgenutzt. Das kann sehr schnell gehen bei dem Porsche Cayman hier. Und dann ist die ganze Balance hinüber. Mittlerweile das Boxenstoppfenster offen. Man kann es erkennen an den roten Punkten auf der linken Seite des Bildschirms. Also bis jetzt noch kein Fahrer in der Box gewesen. Allerdings das Boxenstoppfenster ist jetzt geöffnet. Jeder wird sich da die Taktik überlegt haben. Ich denke mal, auf diesem Kurs hier werden wir da eine Einstopp-Strategie sehen. Würde ich jedenfalls fast vermuten. Daniel Fredriksen von Sombori überholt. Da muss auch irgendwo ein leichter Cut drin gewesen sein, dass Fredriksen da doch spürbar langsamer gewesen ist. Simone Puglisi versucht es auch noch, aber die äußere Linie in Brüssel, das funktioniert eher selten. Das klappt nur, wenn man in der Mitte der Strecke im Endeffekt unterwegs ist und den Nebenmann sehr weit nach innen zwingt, dass er da viel Gas rausnehmen muss, um nicht rauszurutschen. Dann hat man da eine Chance. Da war Puglisi eben für meinen Geschmack doch einen Tick zu weit auf der äußeren Linie, um Daniel Fredriksen gefährlich werden zu können. Dennoch der Schwede eine Position zurück hinter Adam Zombori. Und er gibt ihm ja auch keinen Raum, um nochmal kontern zu können. Jetzt aber ein Fahrfehler von Zombori da. War wieder nicht genug Platz für Fredriksen, um da reinzugehen. Das könnte Puglisi die Lücke geben. Hält sich allerdings noch zurück. Allerdings, man muss sagen, Adam Zombori, das ist ein sehr gutes Debüt bisher. Fredriksen viel zu weit und das ist die nächste Slowdown, da sieht man schon. Er muss da rausnehmen, die Position geht direkt an Simone Puglisi. Ja, allein die saubere und gute Runde kann einem hier schon über die Dauer hinweg und vielleicht noch die ein oder andere Position bringen. Man sieht bei Puglisi auch schon diese leichte Beschädigung vorne links von diesem diese unangenehme Kollision vorhin in Lecombe, die da zumindest ein paar Dellen verpasst hat. Linker Scheinwerfer ausgefallen, ist heute, glaube ich, hier beim virtuellen Tageslicht, aber kein großes Problem. Ja, ein bisschen zu spät auf der Bremse und jetzt geht es Seite an Seite runter zu Rouge. Hintergrund Pinschers und Jäger ebenfalls Seite an Seite. Puglisi da zurückstecken wird. Und genauso kommt es auch. Puglisi steckt nochmal zurück im Hintergrund. Jäger von Pinch ist wieder überholt worden. Ja, ich denke, man darf nicht vergessen, Sören Jäger jetzt das erste Mal in dieser Gruppe ja auch irgendwie mit drin. Da sind uns Daniel Fredriksen jetzt auch noch vorbeigezogen. Na, bei Sören Jäger gab es, glaube ich, jetzt auch eine Slowdown. Der wird nämlich auch gleich noch von Lukas Paron geschnappt. Ja, und da geht's auch vorbei. Spät auf der Bremse. Oh, das war vielleicht ein Tick zu hart. Da gibt's auch noch den Treffer von Christoph Joni. Und dann dreht es den Österreicher ausgerechnet ein. Wie so oft, wenn man von innen in die Seite von jemandem reinfährt, dann ist das meistens wie so ein Schlag vorne gegen das Auto, dass man sich dann wegdreht. Und genau das hat Christoph Joni hier gerade ereilt. Sehr, sehr ärgerlich, dass das jetzt so zu Ende gegangen ist. Was wir währenddessen festhalten können, Maxime Pain kommt Alexander Dorn nicht so richtig hinterher. 1,5 Sekunden Abstand mittlerweile. Das bedeutet auch für den Franzosen, der Windschatten wird jetzt doch wirklich sehr, sehr dünn. Wird das kaum noch nutzen können gegen Dorniden. Und wenn der dann frei fahren kann, würde es mich nicht wundern, wenn der da noch ein bisschen was drauflegen kann im weiteren Verlauf des Rennens. Wir sind auf jeden Fall gespannt bei Dorniden, ob er jetzt schon in die Boxengasse kommt, weil das wäre natürlich wieder die altbekannte Zwei-Stopp-Strategie, die er schon auf dem Sachsenring probiert hat. Allerdings sieht es dieses Mal eher so aus, als würde er bei der Einstopp-Strategie bleiben. Der Abstand im Tower auf der linken Seite, der passt nicht ganz. Es sind keine 45 Sekunden, man sieht es. Es sind zurzeit nur 1,5 Sekunden zwischen Dorniden und Paar. Aber nichtsdestotrotz, Alexander Dornin, nach den Schwierigkeiten im Qualifying, zeigt er jetzt im Rennen, dass er es nicht verlernt hat. Ja, das hat er schon des Öfteren mal beweisen können, dass er vor allem dann auch, wenn es mal irgendwie ein bisschen zurückgegangen ist, immer wieder gekommen ist. Und hier dann also von der dritten Position losgefahren, solide derzeit auf der Spitze fährt. Und Jimmy Nisula, der Finne, also definitiv mit Zwei-Stock-Strategie.
kommt jetzt schon rein. Ich glaube übrigens, diese Probleme, die wir haben, dass da 45 Sekunden angezeigt wird zwischen Pain und Dornin, das hängt damit zusammen, dass Löhner wahrscheinlich dann irgendwie vom Server runtergeflogen ist. Würde ich mal fast vermuten, dass das da der kleine technische Fehler herkommt. Aber das ist egal. Die restlichen Abstände passen ja soweit. Und vor allem da wird es ja momentan immer wieder sehr, sehr eng. Marcel Egea, der Mann aus Andorra, im Windschatten jetzt der zwei sich streitenden Sören Jäger, viel zu spät auf der Bremse. Und ich glaube, der wird sogar noch einen Slowdown hier abliefern müssen. Nach diesem verpatzten Wall-Versuch gegen Lukas Poron. Der Tscheche kann sich damit auf der 13 im Moment halten. Wenn Simone Puglisi zusammen mit Adam Sombori das Ende der Top 10 jetzt anstellt. Jetzt vorgerückt natürlich auf die 9. Position nach dem Boxenstopp von Misula. Zwei-Stopp-Strategie natürlich sehr riskant auf Spa wegen der langen Boxenausfahrt. Werden wir nochmal genau sehen. Allerdings, ich denke, dass die gar nicht, die fahren ja gar nicht die komplette Boxenausfahrt. Die kommen natürlich schon oben direkt nach der Las Torres durch. Trotzdem eher eine lange Boxengasse im Vergleich zu anderen Strecken. Im Vergleich zum Salzburg-Ring zum Beispiel. Dann werden wir sehen, wie sich die Strategie auszahlt. Ja, Marcel Egea ist da gerade auf jeden Fall in der Position hinter Nisula zurückgefallen. Ich würde fast vermuten. Ganz weit neben der Strecke gewesen sein. Ja, allerdings wirklich sehr, sehr weit. Da würde ich fast auf ein technisches Problem schließen, denn der war ja vorhin noch hinter Sören Jäger unterwegs. Also da muss irgendein größeres Problem vorliegen. Ich glaube, da gibt es auch ein kleines Problem, wenn man sehr, sehr weit von der Strecke entfernt. Vielleicht ist das Lenkrad in einem Fall ausgefallen, beziehungsweise zum Teil zumindest, dass da irgendwie der Wagen nicht mehr sauber durchkommt oder irgendwas ihn gerade massiv ablenkt. Damit die Chancen für eine gute Position logischerweise dahin. Wie sie immer noch bei der Jagd gegen Adam Sombori. Die Frage, meinst du, diese leichte Beschädigung vorne links könnte sich auch ein bisschen auf den Topspeed ausgewirkt haben? Ich denke, wenn, dann ist es nur sehr minimal. Generell spielt der Schaden hier nicht so eine große Rolle. Das war allerdings schon wieder die Slowdown-Strafe da. Bisschen zu weit rausgetragen. Und Baldi vorbei an Wisniewski. Oh, Wisniewski verliert hier ganz viel Boden. Baldwin zieht auch noch an ihm vorbei. Ja, möglicherweise auch bei ihm jetzt eine Slowdown gewesen. Deswegen zwei Plätze wieder zurück für den Polen. Aber den dürfen wir da jetzt nicht abschreiben. Der ist direkt an Baldwin dran. Und hat noch alle Chancen, hier problemlos ein, zwei Positionen wieder gut zu machen. Danach wird es, denke ich, eng. Noch irgendwas rauszuholen. Da ist meines Erachtens Robin Fredriksen doch schon meilenweit vorne weg. Und es spricht momentan vieles dafür, dass hier außer Nisula alle auf Einstopp-Strategie fahren. Wisniewski derweil kratzt allerdings schon an dem kleinen Diffusor des Fahrzeugs von Fredriksen. Aber kratzen hilft nichts. Da muss er auch irgendwie versuchen, vorbeizukommen. Wisniewski fährt sehr dicht auf gegen Baldwin. Schau ich das mal an der Kamera hier von dem Frontspoiler von Wisniewski an. Da war sehr, sehr, sehr nah am Heck des Veloci eSports Piloten. Ja, allen ist mittlerweile doch dieses Risiko bewusst, in Blanchimont nicht zu weit rauszukommen. So, Wisniewski, der wird jetzt vielleicht versuchen, sich so zu positionieren, dass er da reinziehen kann. Aber das hat sich just in dem Moment erledigt. James Baldwin kommt an die Box. Das ist ein bisschen frühzeitig für eine Einstopp-Strategie. Mittlerweile Marcel Egea auch ausgeschieden. Ja, es war leider nach den sehr merkwürdigen Wegen, die er da gefahren ist, ein bisschen zu befürchten. Dass es da offensichtlich ein größeres Problem gegeben hat.
Hoffen wir, es ist nichts Ernstes. Weil damit schon insgesamt gerechnet, ja, der dritte Ausfall hier an diesem Rennabend. James Baldwin kommt in den Top 10 wieder raus. Bin nur gespannt, ob er es jetzt schafft, 35 Minuten lang auf einem Reifensatz hier zu fahren. Hat auf jeden Fall jetzt Simone Puglisi vor sich auf Position 9. Und der Jimmy Nisola, der hat zurzeit das Problem, dass er seinen Vorteil von den frischen Reifen nicht ganz ausspielen kann, weil der hängt im Heck von Christoph Joni. Allerdings hat sich das Thema hiermit auch erledigt. Christoph Joni ein bisschen von der Linie abgekommen in der Orange. Ja, mal gucken, ob Joni da jetzt überhaupt noch auf der 14 bleiben kann, aber trotz der Slowdown Glück im Unglück. Daniel Fredriksen kann ihn da nicht überholen. Allerdings Fredriksen ja auch schon in der Box gewesen. Also da bin ich gespannt, wo wir den am Ende sehen werden. Wird man auch noch nicht ganz abschreiben. Nur da befürchte ich fast, am Ende des Rennens werden dann die Reifen doch böse einknicken. Fredriksen, leider fängt die Kamera eh nicht ganz ein. Allerdings jetzt ist er vorbei an Christoph Joni. Schauen wir aber wieder nach vorne, denn Nico Nowisniewski, der hat Gergo Baldi direkt wieder eingeholt. Ja, ich glaube, für einen Angriff wird das noch nicht reichen, oder? Ja, steckt dann doch nochmal zurück. Kurz auf der inneren Linie gezeigt, aber sonst nichts weiter rausgeholt. Und jetzt ist also auch Baldi an der Box. Ich glaube, nach dieser Runde werden wir dann auch die restlichen Fahrer drin sehen. Fredriksson ist auch an der Box. Man hat ihn gerade in der Boxengasse gesehen, das grüne Fahrzeug. Jetzt sieht man auch, wie er ein bisschen durchgereicht wird. Daher schauen wir einfach mal zu James Baldwin. Gucken wir uns an, wo die Konkurrenten von ihm rauskommen. Baldwin mittlerweile hinter zum Bogi. Auch Kevin Law an der Box. Und Baldwin mit der Attacke in der ersten Kurve. Jetzt müssen die Autos da aus der Box kommen. Da ist Fredriksson. Aber wo ist Baldi? Gergo Baldi, der ist tief zurück. Ja, kommt jetzt erst raus. Also der Boxenstopp ist nicht gut gelaufen. James Baldwin zumindest mal aktuell klar vor ihm jetzt unterwegs. Und von Robin Fredriksen ist er auch gar nicht mal so weit weg. Nur der wird dann in der letzten Runde wahrscheinlich nochmal zu kämpfen haben. Bin gespannt. Ich denke, auch der Rest des Feldes wird jetzt gleich reinkommen, denn wir sind an Beirennhälfte. Man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt bei Minute 30 reinkommt, dann muss man ja am Ende auch eine Minute dann nur noch weniger fahren als im ersten Stint. Dass das mal ein bisschen besser aufgestellt, je länger man dann draußen bleibt. Dornleben klar weg mittlerweile von Max Hinkar. Fast schon aus dem Sichtfeld verloren. Also ich würde fast vermuten, da hat Maxim Paar auch mal irgendwo ein bisschen die Linie zu weit mitgenommen. Anders kann ich mir jetzt so einen drastischen Anstieg des Abstands kaum erklären. Oder Dorniden hat mit den Reifen besser gehaushaltet. Für uns von außen immer ein bisschen schwierig zu beobachten. Adam Zombori auch durch die Boxenstops begünstigt. Im Moment auf 7. Und vor Gergo Baldi, der die frischen Reifen hat. Oh, ich glaube, Zombori lässt ihn da tatsächlich so passieren. Ja. Und für Zombori, da bin ich mir nicht sicher, ob sich diese Strategie auszahlen wird. Denn er, zumindest schon, er hat stark zu kämpfen mit den Reifen hier. Der wird natürlich dann zurückfallen hinter seine Konkurrenten Puglisi und Nisola, die jetzt ein bisschen freie Fahrt gehabt haben. Auf den frischen Reifen, da muss man natürlich sehen. Er wird dann natürlich das komplette restliche Rennen über bessere Umsatzreifen zur Verfügung haben. Im YouTube-Chat haben wir übrigens gerade die Frage, wo man denn diese sehr coole Übersicht hier über die Fahrzeuge bekommt, also unsere TV-Übersicht, ist über das Sector 3 Forum zu bekommen. Wenn wir mal nach Broadcast-Tool suchen.
Da findet man dann nicht nur den Download dazu, sondern auch eine schöne Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Dass man sich hier als Zuschauer draufschalten kann und entsprechend dann auch ein Tool bekommt, mit dem man diese Übersicht generieren und auch steuern kann, so wie wir das ja gerade machen. Mittlerweile alle Spitzenfahrer an der Box gewesen. Man hat es gesehen, Dorn liegen mit einem sehr kurzen Boxenstopp. Power hat ein bisschen Boden verloren gegen Robin Fredriksson und Nico Dembiszniewski, der hat die Position wieder verloren gegen Baldi und auch Baldwin. Mittlerweile vor auf die vierte Position. Aber Baldwin, da sieht man es, die Slowdown-Penalty für Baldwin und er verliert die Plätze gleich wieder. Zurück auf die 6, also hat es ihm gar nichts gebracht. Schöner strategischer Vorteil, den er sich rausgefahren hat und der ist gleich wieder dahin. Baldwin zurück auf die 6. Wenn man dann so knapp vor den anderen rauskommt und dann den Druck eben bekommt, schnell so ein kleiner Fehler eingebaut. Andererseits, wir haben gesehen, Wisniewski und Baldi, die sind davor auch nicht gefeit. Das kann sich also jeden Meter, könnte man fast sagen, gleich wieder umdrehen. Bringt interessanterweise auch hier und da interessante Würze rein. Lukas Bouron immer noch auf den alten Reifen unterwegs. Ja, und Adam Zimbori, der ist weit, weit, weit zurückgefallen, nur noch auf P17 derzeit zu finden. Er wirkt auf mich fast, als wäre da beim Boxenstopp mal komplett was in die Hose gegangen, hat da vielleicht irgendeine Einstellung verpasst. Marcel Holoch übrigens auch noch unterwegs, ohne Boxenstopp auf der 14. Kann mir vorstellen, dass der gleich ähnlich wie Lukas Bouron nach dieser Runde reinkommen wird. Ob da die Reifen noch viel länger halten. Mal gespannt. So, Simone Puglisi mit dem Angriffsversuch gegen Jimmy Nisula. Oh, und da gibt es einen weiten Ausritt. Viel Glück für die anderen Beteiligten. Lukas Bouron, da rächen sich wahrscheinlich jetzt oder rächt sich das lange Warten. Reifen in Mitleidenschaft gezogen. Ich hatte da kurzzeitig die Befürchtung, dass er rübertrudelt und einen von den beiden hier trifft. Aber am Ende hat das Auto gut unter Kontrolle behalten. Und vermieden da irgendwie mit dem Verkehr eine Kollision zu geraten. Nico Dembiszniewski, wie wir ihn kennen, spät auf der Bremse gegen Gergo Baldi. Und jetzt beide im direkten Zweikampf. Wisniewski kommt da mit mehr Schwung aus der Busstopp-Schikane raus. Ja, und kann sich nicht nur die vierte Position schnappen, sondern gleich mal ein paar Meter zwischen sich und Gergo Baldi bringen. Der Zweikampf hat Baldwin wieder mit herangebracht. Und jetzt heißt es Rouge sauber erwischen. Und nicht einen Slowdown am Kurvenausgang zu bekommen. Denn das ist jetzt natürlich etwas, worauf James Baldwin lauert auf der 6. Position. Hart an der Grenze, aber noch alles gut gegangen. Lukas Bouron währenddessen jetzt im Zweikampf mit den Fahrzeugen, mit den frischen Reifen. Auch Adam Pinches geht jetzt an ihm vorbei. Fredriksson, der war im Vordergrund. Dann Pinches, Bouron und dahinter ist es Jimmy Nisula, bei dem wir natürlich erwarten, dass er nochmal reinkommen muss. Adam Pinches da wieder, da ist schon wieder die Slowdown-Penalty gewesen für Adam Pinches und er verliert direkt beide Positionen wieder. Bouron direkt wieder im Angriffsmodus gegen Nisula. Kann aber gegenhalten, Nisula auf der Außenbahn. Ich muss sagen, absoluter Respekt für Lukas Bouron, dass der immer noch weiterfährt auf den alten Reifen. Und man hat ja vorhin schon mal hier in Fangnes gesehen, dass er da durchaus dann seine Schwierigkeiten bekommt. Duelliert sich dann aber nebenbei mal eben mit Jimmy Nisula. Also konkurrenzfähig ist der trotz allem immer noch. Derweil hat sich zwischenzeitlich im YouTube-Chat übrigens Marcel Egea mal gemeldet. Sagt, er wäre zu alt dafür. Ich denke, da kann man gar nicht zu alt für werden. Ja, vor allem, wenn man, ich sag mal so, also du bist definitiv nicht zu alt für Simracing, wenn du hier in dieser Gruppe von Piloten dich dafür qualifizierst. Ja. Wenn du dich hier qualifizierst und hier in dieser Gruppe mitfahren kannst, also dann über sich darüber aufzuregen, dass man zu alt wäre, das wage ich doch mal sehr zu bezweifeln. Aber weiter zu den Piloten, die noch im Rennen drin sind. Und prompt gibt es da einen Fehler bei Lukas Bouron und Adam Pinches geht wieder vorbei. Ich bin mir nicht so sicher, ob das die beste Strategie war, die Lukas Bouron hier wählen konnte.
Man sieht, er hat eindeutig stark zu kämpfen und er ist jetzt schon nicht mehr in den Top 10 vor seinem Boxenstopp. Und er muss jetzt auch entweder auf dieser oder auf die nächsten Runden reinkommen, weil ansonsten das Boxenstoppfenster wieder schließt. Mal, wir gucken drauf. Jetzt geht's rein, oder? Ja. Nee, der fährt immer noch weiter. Was macht Marcel Holoch? Wenn wir den jetzt an der Box sehen. Ja. Frühe Downshifts hier von Nico Dembiszniewski. Man hört richtig, wie der Wagen da aufheult in der Bremszone. Und man hat auch gesehen, dass Gergo Baldi gar nicht wirklich in den Windschatten reingefahren ist. Vielleicht ist Gergo Baldi ganz zufrieden in seiner fünften Position derzeit in diesem Rennen. Na, ich würde wahrscheinlich sagen, noch. Denn Baldi darf ja nicht vergessen, wenn Wisniewski vor ihm fährt, dann wird der weiter Punkte gut machen. Mit Blick auf die Piloten mit der C-Lizenz. Kann eigentlich nicht in Gergo Baldis Interesse sein, Wisniewski irgendwie vor sich zu behalten. Aber gut. Wisniewski zu überholen, das muss man auch erstmal hinbekommen. Also ganz so einfach wird das hier definitiv nicht. Robin Fredriksen. Ah, der war, glaube ich, so bei 1,5, 1,8 Sekunden Rückstand zu Maxime Pain, als er aus der Box kam. Das hat sich interessanterweise nicht groß verändert. Das heißt, momentan fahren die so mehr oder weniger die gleichen Zeiten. Vielleicht sogar Fredriksen ein kleines bisschen schneller. Und vor allem Fredriksen damit wieder der Führende. Oh, Baldi vorbei an Wisniewski. Da müssen wir kurz einmal hinschalten. Ist nicht zu erkennen, was das Problem bei Nikola Wisniewski war. Längst hat er wieder viel Boden verloren, jetzt auch unter Druck von James Baldwin. Ja, Baldwin hält sich aber zumindest mal zurück mit ähnlichen Anbremsmanövern, wie wir sie eben von Wisniewski gesehen haben. Ich fürchte dafür, den Polen, dass es auch da eine Slowdown-Strafe war. Sie waren alle in den ersten Runden sehr, sehr solide, sehr, sehr aufmerksam, was das Ganze angeht. Das ist jetzt hier doch so nach so 20 Minuten hat das angefangen, so ein bisschen einzubrechen. Und jetzt wird das Risiko, etwas zu wenig Konzentration zu haben, natürlich um Minute für Minute größer. Das sah aber auch schon wilde Linien, die da gewählt werden in der Orange. Das Glas eben mitgenommen. Ja, aber Hauptsache irgendwie noch so auf dem Asphalt unterwegs, dass es nicht als Cut gewertet wird. Ja, Baldwin hält den Anschluss und Wisniewski schließt schon wieder auf zu Gergo Baldi. Ich würde mal behaupten, Gergo Baldi, der langsamere Mann in dieser Gruppe, aber er ist derjenige, der vorne ist und 20 Minuten lang muss er das noch durchhalten. Nebenbei, Lukas Spiron fährt immer noch ohne Boxenstopp. Und jetzt wird es langsam schwierig. Ich weiß nicht, ob er das vergessen hat oder da nicht auf dem Schirm hat, dass da ein Boxenstopp-Fenster auch existiert, das er vielleicht nicht verpassen sollte. Denn selbst wenn er jetzt reinfährt und irgendwie bessere Reifen kriegt, der wird ja mit Glück überhaupt vielleicht nochmal zwei, drei Positionen gut machen können. Vielleicht kann er sich da irgendwas Richtung P15 dann noch erhoffen gegen Christoph Joni, aber viel mehr wird er, glaube ich, nicht mehr machen können. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Fahrt nach dem Motto, er will beweisen, wie lang man denn mit einem Reifensatz fahren kann. Dann würde ich sagen, das hat er dann auf jeden Fall mal erfolgreich demonstriert. Wenn wir jetzt wieder bei Nico Dembiszniewski sind, der innerhalb kürzester Zeit sich wieder an Gergo Baldi so herangearbeitet hat, dass er da mal den Angriff versuchen kann. Leichter Kontakt. Gergo Baldi muss das Auto korrigieren. Jetzt hoffentlich nicht irgendwie der Gegenschlag von Baldi. Nein, das nicht.
Aber Wisniewski fährt schon sehr, sehr aggressiv in die Zweikämpfe. Allen voran natürlich in der Busstopp-Schikane, haben wir es ein paar Mal gesehen. Das war meines Erachtens jetzt sogar schon etwas grenzwertig. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich Kontakt gab oder ob Baldi einfach nur den Wisniewski im Rückspiegel gesehen hat und dann die Tür aufgemacht hat. Den kleinen Wackler schon gesehen bei Gergo Baldi, allerdings denke ich keinen Schaden am Heck des Autos zu sehen. Wisniewski wieder viel Risiko in der Orange. Ja, da hat man das Gefühl, dass Baldwin dieses Risiko nicht so ganz gehen möchte. Und ich denke, Baldi hat da die Slowdown bekommen. Ja, aber auch Baldwin. Baldwin hatte auch eine, ja. Und jetzt Baldwin haben wir Alexandre Vraiment hier im Kampf, eigentlich schon um die vierte Position. Ja, und dann eine große, große Lücke hin zu Kevin Leon. Lucas Pouron ist in der Box, ist da noch im Fenster drin, aber das ist natürlich ein sehr, sehr später Stopp und ich glaube mal fast Marcel Holoch wird da noch vorbeigehen, genau so ist es. Und damit fällt Lucas Pouron tatsächlich auf die letzte Position zurück. Also so kann eine Taktik nach hinten losgehen. Allerdings, jetzt hat er logischerweise das deutlich bessere Material gegenüber Marcel Holoch. Ich denke, den wird er zumindest mal noch kriegen können. Aber dann ist der Zug da fast schon abgefahren. Wir sind beim Duell um P6. Alexandre Vraiment gegen Baldwin. Ganz stilles Rennen von Alexandre Vraiment. Den hatten wir eigentlich gar nicht im Bild. Hat sich klar abgesetzt von Kevin Law, der auch seine Probleme hier hatte, der nur noch auf der 8. Position liegt. Jetzt könnte es noch ein bisschen weiter nach vorne gehen für den Franzosen, der auch in der Meisterschaft gar nicht so schlecht platziert liegt. Dadurch, dass Jaroslav Honzig dieses Mal nicht mit dabei ist, könnte es da eigentlich schon in die Region von den Top 4 gehen. Für die Fahrer, die keine C-Lizenz mitbringen. Namen hat lange gebraucht, muss man sagen, Alexandre Vraiment, um sich dann hier so zu positionieren, um diese Piloten in die Bredouille zu bringen. Aber ich glaube, einfach die Tatsache, ein paar Slowdowns weniger, und die haben ihn da schon rangebracht. Jimmy Nisula im Duell mit Adam Pinches, die haben jetzt schon ein paar Mal miteinander zu tun gehabt. Bevor Daniel Fredriksen auf der 10. Position. Und auch hier geht es knapp ohne Kontakt aus. Durch die Busstopp-Schikane hindurch. Jimmy Nisula ein bisschen mehr Schwung mitgenommen. Der sollte auch in La Source vorne bleiben können. Ja, muss sich da nicht mal auf Verteidigungsposition begeben. Der Finne bleibt auf der 11. Ich denke nicht, dass Pinches so wahnsinnig sein wird, vor der Eau Rouge irgendeine Attacke zu versuchen. Lucas Pouron dran an Marcel Holoch. Kam nicht so ganz überraschend. Zeigt sich schon mal innen. Ja, und Holoch lässt dann doch ein bisschen Platz. Hat sich da verunsichern lassen. Wir müssen kurz einmal nach vorne schalten bei Kevin Law. Der hat eine Position verloren gegen Simone Puglisi. Und auch bei Pinches und Fredriksson geht es heiß zur Sache. Fredriksson scheinbar auch mit der Slowdown. Pinches jetzt vorbei an Nisula. Und auch vorbei an Fredriksson. Vielleicht mal zwei kassiert. Aber Leon, da glaube ich fast, da ist es wieder zu einer Slowdown gekommen, weil der hat auch richtig gleich mal was verloren hin zu Simone Puglisi. Sören Jäger währenddessen auf der Zwei-Stopp-Strategie unterwegs. Der ist jetzt an die letzte Stelle im Feld zurückgefallen. Ja, und das zu seinem Leidwesen auch sehr deutlich. 15 Sekunden Rückstand zu Lucas Pouron. Also da hat sich zumindest mal die Strategie, sehr lange draußen zu bleiben, immerhin nochmal gegenüber der Zweistopp-Strategie bewährt. Aber mehr dann leider auch nicht. 15 Minuten noch zu fahren. Alexander Dornin solide in Führung. Muss sich momentan gar keine großen Gedanken machen. 8,5 Sekunden Vorsprung gegenüber Maxime Pain. Der ist mittlerweile über 3 Sekunden vor Robin Fredriksen, hat da ein bisschen nachlegen können. Mal gucken, was Nikodem Wisniewski noch ausrichten kann. 3 Sekunden nur noch von Robin Fredriksen weg, also so ganz sicher
würde ich mal sagen, ist der Schwede da auf Position 3 noch nicht. Denn Wisniewski, man hat das Gefühl, jetzt kann er mal frei fahren und jetzt ist er frei von Fehlern. Da kann er richtig aufdrehen. Stand ja nicht umsonst auf Startposition 2, der Pole. Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall noch. Oh, Kevin Leon, er verliert auch Zeit gegenüber Simone Puglisi. Gespannt, ob wir da noch das französisch-italienische Duell sehen werden. Adam Pinches ein paar Wagenlängen weg von Daniel Fredriksen und Jimmy Nisula. Und dann kommt lange, lange nichts. Halbe Minute, bis dann Christoph Joni im Bild auftaucht. Adam Zombori, da ist ja der Boxenstopp leider ziemlich schief gegangen. Marcel Holoch, Lukas Poron. Und der letzte noch fahrende Pilot, das ist der eben erneut aus der Box gekommene Sören Jäger. Ausgeschieden bisher Marcel Egea. Ebenso Vincent Roy direkt am Anfang des Rennens und mit dem Disconnect der Tabellenführer Moritz Löhner. Das heißt, es wird einen neuen Tabellenführer geben nach diesem Rennen. Ja, und ich würde die Vermutung aufstellen, dass das wohl Alexander Dorniden sein wird. Wir können einmal einen kurzen Blick auf die Meisterschaftswertung werfen. Einmal hier das Update zu kriegen. Allerdings Alexander Vromont, da bleiben wir nochmal kurz drauf, weil der ist ganz nah dran an James Baldwin. Das Überholmanöver, falls es hier kommt, wollen wir natürlich nicht verpassen. So schnell kann sich das Ganze drehen. Ne? Das ist schon faszinierend. Also Baldwin, vorhin war er nochmal zwischenzeitlich auf Position 4. Dann kam ein ungünstiger Slowdown und jetzt findet er sich auf 6 ein und muss diesen Platz sogar dann auch noch verteidigen. Und wenn wir hier schauen, Alexander Dornin 10 Punkte hinter Wisniewski. Wisniewski ist aktuell Vierter. Dornin führt, der wird auf jeden Fall die Führung in der Meisterschaft übernehmen. Und es kann auch gut sein, denke ich mal, dass Maxime Pain da auch noch an Wisniewski vorbeigehen wird. Denn er würde 22 Punkte mehr holen. Oder wäre er nach jetzigem Stand auch an Wisniewski vorbei, wäre Zweiter in der Meisterschaftsführung. Denn Robin Fredriksen, da fehlen ein paar Punkte. Jaroslav Honzik gar nicht dabei. Ich glaube, Kevin Leon könnte sogar noch mit blauem Auge davon kommen und zumindest seine 7. Meisterschaftsposition, beziehungsweise in dem Fall dann wahrscheinlich die 6. Position gegenüber Honzik übernehmen. Hier der Zweikampf weiterhin zwischen Holoch und Bouin, also zumindest was den Spaß am Racing angeht, da kommen die beiden derzeit voll auf ihre Kosten. Holoch ist sich ja auch bewusst, dass Lukas Poron sehr, sehr spät an der Box gewesen ist und deswegen derzeit mit den besseren Reifen unterwegs ist. Allerdings schlägt sich Marcel Holoch hier sehr beachtlich dafür, dass er es heute erfahren hat, dass er im Rennen teilnehmen kann. Und jetzt hat er sehr viel Speed mit reingenommen und ich denke, da war er ein bisschen zu weit draußen. Man bekommt jetzt auch die Innenbahn. Hält er aber noch mal entgegen. Währenddessen Leon an Puglisi vorbei. Wir schauen einmal kurz zu Puglisi und Leon. Puglisi wieder zurück. Und jetzt direkt wieder zu Buron und Holoch, weil die sind immer noch nebeneinander. Allerdings jetzt die Innenbahn für Buron. Das sollte die Position sein für den Tschechen. Ja, die nächsten Kurven wird er, denke ich, doch eine ganze Ecke schneller nehmen können. Frage im Chat übrigens seitens Moritz Löhner. Wird man beim Disconnect eigentlich nicht nur nach hinten durchgereicht, aber noch geführt oder ist er plötzlich komplett weg normal? Also ich würde jetzt in seinem Fall sagen, er ist ja komplett aus dem ganzen Tableau rausgefallen. Also ist das noch eine Sache, die entschieden werden muss oder heißt es in dem Fall nicht dabei gewesen, keine Punkte? Ja, da er keine Mindestdistanz in dem Rennen absolviert hast, heißt es leider keine Punkte in diesem Fall. Und ja, auch für den ist es eigentlich schon normal, dass man dann gar nicht mehr auf dem Server geführt wird, weil die Fahrzeuge, die hier das Spiel regulär verlassen haben oder einfach nur waren in der Boxenmesse abgestellt haben, die werden noch geführt. Eigentlich haben wir schon öfter gesehen, dass dann einfach komplett aus der Liste verschwindet und in dem Fall hat es leider Moritz Löhner erwischt.
Also könnte sich da unter Umständen sogar Marcel Egea vielleicht auf ein, zwei Pünktchen freuen. Denn er ist ja erst so nach dem ersten Renndrittel ungefähr ausgefallen. Also vielleicht gibt es da ja noch Chancen, dass er irgendwas mit in die Punkteliste nehmen kann. Alexandre Bourmont scheint sich hinter James Baldwin etwas die Zähne auszubeißen, habe ich das Gefühl. Dürfen aber nicht vergessen, Baldwin war verhältnismäßig früh an der Box. Also da könnte noch was. Und Sven Rixon. Da war wieder die Slowdown-Penalty in der Eau Rouge oder am Ausgang. Und weg ist der dritte Platz. Derweil gibt es im Chat gerade nochmal die Frage, YouTube-Chat natürlich, wie man denn verschiedene Autos auswählen kann, statt eine nacheinander. Das funktioniert natürlich auch nur mit diesem Broadcast-Tool, das wir haben, wo man also über einen Browser die einzelnen Fahrzeuge auswählen kann. Das lässt sich nicht in der Simulation selber regeln. Deswegen dazu also nochmal der Hinweis, am besten in das Sector 3 Forum gehen und dort einfach Broadcast-Tool in die Suche eingeben. Dann findet man eben auch die Anleitung dazu, wie das Ganze funktioniert. Das lässt sich jetzt so ohne weiteres, sage ich mal, nicht alles genau erklären. Aber ist eigentlich, wenn man es einmal gestartet hat, sofort selbsterklärend. Während Simone Puglisi wieder vor Kevin Leon liegt. Der Franzose wieder zurückgerutscht auf Position 9. Ja, Kevin Law hat hier eindeutig zu kämpfen in dem Rennen und das ist doch ein bisschen überraschend nach dem bisherigen Saisonverlauf. Er war eigentlich immer ein bisschen weiter vorne zu finden in dem Rennen. Lisi hingegen, der Debütant hier. Ja, und der muss sich jetzt nochmal in den letzten 7,5 Minuten darin beweisen, wie gut er verteidigen kann. Merkt bei Puglisis Auto immer so ganz leicht unruhig. Ganz leicht neigt man da mit dem Auto zum Drift. Bei Bourmont bin ich mir nicht so sicher, ob der gerade auf Sicherheit fährt. Ob der sich sagt, ich versuche hier nicht ans absolute Limit zu gehen, sondern gucke einfach Baldwin vielleicht in einen Slowdown zu zwingen. Denn dann wäre er ohne Probleme vorbei. Das sind auch genau die Fahrer, die letztendlich spät auf der Bremse. Und das ist viel zu spät. Viel zu spät. Ich glaube, da hat mit reingespielt, dass er auf der äußeren Linie dann ein bisschen den Curb mitnehmen musste beim Anbremsen, um nicht mit dem Auto von Puglisi zusammenzustoßen. Und da war dann der Grip auf der Vorderachse nicht mehr der beste. Zum Glück nichts weiter passiert. Bedeutet aber, der Italiener bleibt dann problemlos auf Position 8. Und Fromont kommt an Baldwin nicht vorbei. Während Dorniden sich lediglich damit beschäftigen muss, dieses Auto noch für verbleibende 6 Minuten ruhig über die Strecke zu bringen. Und wir haben einen Ausfall, einen weiteren Ausfall. Jimmy Nisula ist raus aus dem Rennen. Der dritte Ausfall im Renngeschehen, der vierte insgesamt. Sehr schade. Vor allem der Finne zu Beginn ja sehr gut dabei gewesen. Kann allerdings auch daran gelegen haben, dass er natürlich früh in der Box war und dann das ganze Rennen mit sehr abgenutzten Reifen unterwegs war. Kann natürlich ein Fehler leicht passieren. Ja, die Piloten fahren ja hier, darf man nicht vergessen, immer noch mit eingestelltem Schaden auf 100%. Also wenn man dann irgendwo heftiger abfliegt, kann es natürlich auch passieren, dass nicht unbedingt das Auto komplett ausfällt, aber dann so in Mitleidenschaft gezogen wird, dass man damit nicht mehr groß konkurrenzfähig ist. Und dann vielleicht kommt auch die Entscheidung zu sagen, bevor ich hier auf dieser 7 Kilometer langen Strecke einsam und alleine mit einem kaputten Auto durch die Gegend rolle, genug Runden hat er, um, denke ich, noch in die Wertung zu kommen.
Von daher dann die, eben die Entscheidung, das Fahrzeug abzustellen. Vielleicht lesen wir es aber auch noch gleich im Chat von ihm, was genau vorgefallen ist. Renngeschehen, weiter im Blick. James Baldwin muss sich jetzt in La Source gegen Alexandre Vermont verteidigen. Das klappt bisher nach wie vor sehr, sehr gut. Jetzt geht es allerdings wieder in die Eau Rouge. Da muss man sehen, wie nah kann Vermont dranbleiben. Kann er den Windschatten nutzen? Der langen Geraden im Anschluss. Gute Linie hier von Baldwin, aber weit raus. Und das könnte die Slowdown-Penalty sein. Das muss ganz knapp gewesen sein. Wir werden es jetzt sehen, ob Baldwin rüberzieht oder ob er die Position halten kann gegen Vermont. Hat wohl die Slowdown knapp vermieden. Und der muss richtig, richtig kämpfen. Robin Fredriksson währenddessen, der wird langsam auch eingeholt von Gergo Baldi. So ein schönes Rennen von Fredriksson, aber jetzt hat er schon einen seiner direkten Rivalen vorbeiziehen lassen müssen. Und gegen Baldi, da muss er nochmal gucken, ob er das über die letzten verbleibenden Runden nach Hause bringen kann. Ja, unter Sicht der Fahrer mit der C-Lizenz wäre Fredriksson zumindest in diesem Rennen auf der zweiten Position vor Gergo Baldi. Wisniewski würde seinen Vorsprung da noch ein bisschen weiter ausbauen können mit der derzeit dritten Position hier in diesem Rennen. 3 Minuten noch und das würde bedeuten, dass wir uns wahrscheinlich bald schon in die letzte Runde begeben. Hängt ein bisschen davon ab, wo sich Alexander Dornin befindet. Es könnten sogar noch 2 Runden werden. Was für eine Vorstellung von Alexander Dornin. Er wird hiermit die Meisterschaftsführung übernehmen. Absolut verdient nach der Leistung. Im Qualifying hat er es bis auf die letzte Runde herausgezögert, bis er überhaupt eine Zeit gesetzt hat. Und dann so ein souveränes, dominantes Rennen. Ein Manöver gegen Maxime Pain, der hat es ihm vielleicht auch leicht gemacht. Aber vielleicht hat er auch erkannt, die Pace, die spricht für Alexander Dornin. Und das müsste die letzte Runde sein. Alexander Dornin jetzt beginnt. Ja, haarscharf. Er kann es sich sogar erlauben, vielleicht mal kurz 2 Sekunden herzugeben, damit es definitiv nicht noch eine Runde wird. Ich glaube, Alexandre Vermont hofft, dass es vielleicht noch eine Runde mehr werden kann, um noch mal mehr Chancen zu finden, hier James Baldwin zu attackieren, der das nach wie vor sehr, sehr gut macht. Hat ältere Reifen als Alexandre Vermont. Jetzt kommt der Versuch außen rum, aber auch das gelingt dem Franzosen nicht. Muss sich weiter hinten anstellen. Oscaro, E-Sports-Fahrer, nur noch hinter dem Mann von Veloce. Und da ist die Slowdown für Vermont. Da ist er selber zu weit rausgekommen. Ja. Das entscheidet damit wahrscheinlich auch diesen Zweikampf zugunsten von James Bond. Wird wohl zu befürchten sein. Ich kann mir vorstellen, nach dem Rennen wird es dann von dem einen oder anderen ein bisschen die Diskussion über diese Slowdowns geben. Aber wir haben von anderen Fahrern auch gut zu sehen bekommen, wie die schnell sind und das im Griff behalten können. Und allen voran, denke ich mal, Alexander Dornin. Aber auch Maxime Pain hat sich da, zumindest was wir sehen konnten, so gut wie nichts zu Schulden lassen kommen. Wenn man den Abstand von Nikola Wisniewski sich anschaut, wenn der keine Slowdowns bekommen hätte, da hätte der sicherlich ein gewaltiges Wörtchen mitreden können hier um den Sieg in diesem Rennen. Das definitiv wird er sich, denke ich, dann aufheben für das Rennen auf der Nordschleife, wenn man mal mit der Perspektive des Porsche Cayman daran geht. Ja, und Dornin, das sollte wirklich jetzt auch das finale Umkreisen der Strecke sein. Einmal noch die letzten Meter durch die Busstop-Schikane und dann wird er hier möglicherweise wirklich auf den Punkt genau, naja, knapp abgelaufen die Zeit. Aber wäre fast eine Punktlandung geworden, was die Renndauer angeht. Alexander Dornin gewinnt diesen 4. Lauf hier von Super Racer mit dem Porsche Cayman in Spa-Francorchamps. Und das absolut souverän vor Maxime Pain
und einem in den letzten Runden nochmal sichtlich erstarkten Nikodim Wisniewski. Herzlichen Glückwunsch zum Podium an die drei. Robin Fredriksen schleppt Position 4 durch, dann vor Gergo Baldi. Bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob er ganz zufrieden sein wird mit dem Ergebnis. James Baldwin, muss man sagen, absolut top verteidigt gegen Alexandre Vraiment. Denn Baldwin war ja früher drin gewesen in der Box. Ich glaube, da wird auch Vraiment ihm seinen Respekt am Ende aussprechen. Simone Puglisi, den sollte man, glaube ich, für die nächste Zeit auf dem Schirm behalten. Frisch hier dabei in der absoluten Spitzengruppe bei Super Racer und holt sich hier Position 8 vor einem doch etwas, denke ich, enttäuschten Kevin Leon. Adam Pinches komplettiert die Top 10. Auch für ihn, denke ich, ein gutes Ergebnis. Bei Daniel Fredriksen bin ich mir nicht so sicher, ob er wirklich die 11 so gut findet. Und Christoph Joni, ja, muss ich fast sagen, wie kommt der denn auf einmal dann nochmal auf die 12 zurück? Also hat sich da nach den Problemen zu Beginn oder auch zur Mitte des Rennens nochmal richtig, richtig gut gesteigert und durchgearbeitet an der Konkurrenz vorbei. Zambori hat er klar hinter sich gelassen bei seinem ersten Auftritt, der Österreicher. Also auf der 12, da gibt er auch Lichthupe, freut sich da über dieses Ergebnis. Genauso wie Adam Zambori. Lukas Spouron, weiß nicht, wie er das Ganze sehen wird. Der wird sich sagen, das war jetzt mal ein interessantes Ausprobieren des sehr lange Weiterfahrens. Gelohnt hat es sich nicht wirklich. Marcel Holoch bei seinem ersten Auftritt auf der 15. Position. Und Sören Jäger wirkt auf mich fast, als hätte er ein bisschen Lehrgeld hier bezahlen müssen. Was die Verhältnisse angeht hier bei Super Racer mit dem Cayman. Und damit ist dieses Rennen abgeschlossen. Und man guckt Dorniden 8,6 Sekunden vorne weg. Da hat ihm hier heute in Spa keiner was vorgemacht. Die schnellste Runde fast 7 Zehntel schneller als bei Maxim Paar. Wisniewski dagegen, der hätte halt, wenn man auch die schnellsten Runden sich anschaut, durchaus mithalten können. Und man sieht es auf der 17 geführt. Moritz Löhner gar nicht zum Fahren gekommen. Direkt Disconnect hier in der ersten Runde. Sehr schade. Bringt allerdings noch mal ein bisschen Würze rein in die Meisterschaft, denn 2 Rennen kommen ja noch. Ja, und diese 2 Rennen werden, denke ich, nochmal sehr interessant werden, wenn wir schauen, auf welche Strecken es dann da noch gehen wird. Also als nächstes steht natürlich erstmal wieder der KTM Crossbow auf der Liste. Da wird es dann nochmal weitergehen mit dem vorletzten Lauf, Rennen Nummer 5. Geht alles, muss ich sagen, doch ein bisschen schneller, als man vielleicht zu Beginn der ganzen Sache hier vermuten würde. Zumindest geht es mir so. Und ich glaube, einige der Fahrer haben auch schon auf dem, etwas überraschend auf dem Schirm, so lang geht das Ganze mehr, nicht mehr. So viele Punkte gibt es gar nicht mehr zu holen. Slowakiaring also am 23. Oktober. Und am 20. November geht es dann auf die Nordschleife. Aber da werden wir dann beim nächsten Stream, denke ich, auch nochmal drauf eingehen. Und wie gesagt, jeder, der es mal selber probieren möchte, der kann das einfach tun, kostenlos bei game.raceroom.com. Das Spiel runterladen, Raceroom Racing Experience natürlich auf Steam. Einfach mal mitfahren, einfach mal probieren, wie nah man denn rankommt. Und vielleicht schafft man es ja selber auch ins Starterfeld. Bis dahin würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen heute Abend. Hoffen, es hat Spaß gemacht und hören uns dann spätestens also im Oktober wieder, wenn es dann heißt, wieder Super Racer und dann 2 Sprintrennen mit dem KTM Crossbow in seiner Rennversion. Und vielleicht gibt es dann schon die eine oder andere Vorentscheidung in der Meisterschaft. Wir warten es ab. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao und bis dann. KW, für jeden Anspruch das richtige Fahrwerk.